Guten Tag. Schön, dass Sie sich Zeit für eine Entspannungsübung nehmen. Lassen Sie uns nun mit der Langform der progressiven Muskelentspannung beginnen. Die Übungen können Sie im Sitzen oder Liegen durchführen. Setzen Sie sich bequem hin. Lehnen Sie Rücken und Kopf gut an. Die Arme liegen bequem auf den Lehnen oder Oberschenkeln. Die Füße stehen bequem auf dem Fußboden. Wenn Sie zum Entspannen lieber liegen, so legen Sie sich bequem auf den Rücken. Die Arme liegen locker neben dem Körper. Die Beine sind ausgestreckt. Die Zehenspitzen fallen leicht nach außen. Wenn Sie nun eine angenehme Position gefunden haben, schließen Sie die Augen. Atmen Sie ruhig und tief. Atmen Sie in Ihrem Rhythmus, so wie es für Sie angenehm ist, einige Male tief ein und aus. Ein und aus. Wenn wir gleich mit den Übungen beginnen, achten Sie darauf, die Muskeln nur leicht anzuspannen. So leicht, dass Sie die Anspannung gerade noch spüren, nicht mehr. Es genügt völlig, wenn Sie den Unterschied zwischen Anspannung und Entspannung gerade wahrnehmen können. Nicht mehr. Wichtig ist, dass Sie dabei gleichmäßig und ruhig weiteratmen. Achten Sie darauf, dass Sie den Atem nicht anhalten. Atmen Sie gleichmäßig und ruhig weiter. Falls Sie bei dem leichten Anspannen bei manchen Muskeln Beschwerden spüren, lassen Sie diese Muskeln bei der Anspannung einfach aus und konzentrieren sich darauf, diese ohne Anspannen innerlich locker zu lassen. Nutzen Sie von den folgenden Anleitungen nur diejenigen, die Ihnen helfen, sich zu entspannen und sich wohlzufühlen. Beginnen wir nun mit den Übungen. Konzentrieren Sie sich zunächst auf Ihre rechte Hand. Spüren Sie, wie Ihre Hand aufliegt, wie sie sich anfühlt. Machen Sie nun eine ganz leichte Faust. Achten Sie auf das ganz leichte Gefühl der Anspannung und atmen Sie dabei ruhig weiter. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie die Hand wieder locker und entspannen. Konzentrieren Sie sich weiter auf die Muskeln in den Fingern, der Hand und dem Unterarm. Spüren Sie, wie sich diese Muskeln nach dem Loslassen der leichten Anspannung anfühlen. Spüren Sie den Unterschied zwischen dem leichten Anspannen vorhin und dem Loslassen der Muskeln jetzt. Sollten Sie das Gefühl haben, keinen Unterschied zu spüren, so ist auch das in Ordnung. Bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit bei den Muskeln, die gerade angespannt waren. Wir machen nun weiter mit dem Oberarm. Als nächstes spannen Sie den rechten Oberarm an, indem Sie den Arm mit geöffneter Hand leicht anwinkeln. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses leichte Gefühl der Anspannung. Atmen Sie weiter. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie den Arm sinken. Legen Sie die Hand wieder ganz bequem auf. Lassen Sie die Oberarmmuskulatur wieder los, ganz gelöst, entspannt und locker. Achten Sie auf die Muskeln, darauf, wie sie sich jetzt nach dem Loslassen anfühlen und lassen Sie innerlich ganz locker. Ihr Oberarm wird mehr und mehr entspannt. Ganz gelöst, entspannt und locker. Lassen Sie den rechten Arm entspannt liegen
und gehen nun über zum linken Arm. Spannen Sie die linke Hand an, indem Sie eine ganz leichte Faust bilden. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses ganz leichte Gefühl der Anspannung. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker und entspannen. Legen Sie die Hand wieder ganz bequem auf. Lassen Sie alle Anspannung aus der Hand entweichen. Und achten Sie darauf, wie dieses ganz leichte Gefühl von Anspannung sich langsam auflöst und weniger wird. Lassen Sie die Muskeln in der Hand und im Unterarm innerlich ganz locker. Ganz gelöst, entspannt und locker. Spüren Sie den Unterschied zwischen dieser leichten Anspannung von vorhin und dem Loslassen der Muskeln jetzt. Selbst wenn Sie das Gefühl haben, keinen Unterschied zu spüren, auch das ist in Ordnung. Bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit bei den Muskeln, die gerade angespannt waren. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf den linken Oberarm. Winkeln Sie den linken Arm mit offener Hand ganz leicht an. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses ganz leichte Gefühl von Anspannung. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie den Arm wieder sinken, lassen die Muskeln im Oberarm wieder locker und entspannen. Lassen Sie alle Anspannung aus dem Oberarm entweichen und legen die Hand wieder ganz bequem auf. Spüren Sie, wie dieses leichte Gefühl von Anspannung sich langsam auflöst und weniger wird. Spüren Sie den Unterschied zwischen der leichten Anspannung und dem Loslassen der Muskeln. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Wir machen weiter mit dem Kopf, beginnen dort mit der Stirn. Legen Sie die Stirn ganz leicht in Falten, indem Sie die Stirn nach oben ziehen. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses ganz leichte Gefühl der Anspannung. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie die Stirn locker und entspannen. Lösen Sie alle Unebenheiten auf der Stirn, sodass die Stirn innerlich glatt werden kann. So glatt wie eine Wand. Bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit immer bei den Muskeln, die Sie entspannen. Falls Ihre Gedanken abschweifen, registrieren Sie dies und kehren Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit einfach wieder zur Muskulatur zurück. Lassen Sie alle Anspannung aus der Stirn entweichen. Lassen Sie die Stirn ganz gelöst, entspannt und locker. Als nächstes spannen Sie die Augenmuskulatur an. Drücken Sie dabei die Augen ganz leicht zusammen. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses ganz leichte Gefühl von Anspannung. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker und entspannen. Lassen Sie alle Anspannung aus der Augenmuskulatur entweichen, sodass die Muskulatur um die Augen herum ganz weich und weit wird. Ganz gelöst, entspannt und locker. Spüren Sie, wie das Gefühl von Anspannung sich langsam auflöst und weniger wird. Wir machen weiter mit dem Nasen- und Wangenbereich. Ziehen Sie die Nase leicht nach oben. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses ganz leichte Gefühl von Anspannung.
Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker. Lassen Sie alle Anspannung aus der Nasenmuskulatur und aus dem Wangenbereich entweichen. Spüren Sie den Unterschied zwischen der leichten Anspannung und dem Loslassen. Lassen Sie innerlich ganz locker. Sie sind ganz gelöst, entspannt und locker. Wir gehen dann über zu der Lippenmuskulatur. Spannen Sie die Lippen an, indem Sie einen leichten Schmollmund machen. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses nur ganz leichte Gefühl von Anspannung um den Mund herum. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker und entspannen. Lassen Sie alles los, sodass die Muskeln um den Mund herum wieder ganz weich und weit werden können. Lassen Sie innerlich locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Spüren Sie, wie sich nun fast unmerklich ein Gefühl von Entspannung über das ganze Gesicht ausbreitet. Lassen Sie das Gefühl von Entspannung sich mehr und mehr ausbreiten und tiefer werden. Wir machen nun weiter mit der Kiefermuskulatur. Drücken Sie dazu die Zähne leicht aufeinander. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf das leichte Gefühl von Anspannung in der Kaumuskulatur. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker und entspannen. Lassen Sie den Unterkiefer etwas hängen, etwas fallen. Ganz gelöst, entspannt und locker. Es kann auch sein, dass der Mund dabei etwas aufgeht. Lassen Sie diese Muskeln innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Wir gehen nun zur Halsmuskulatur über. Spannen Sie die Muskeln an, indem Sie den Kopf leicht nach rechts unten drehen. Machen Sie dies jetzt. Bewegen Sie den Kopf ganz langsam zur Seite und etwas nach unten, bis Sie auch hier ein ganz leichtes Gefühl der Anspannung spüren. Halten Sie diese Spannung für einen kurzen Moment. Mit dem nächsten Ausatmen drehen Sie den Kopf wieder ganz langsam zurück in die Ausgangslage und entspannen. Konzentrieren Sie sich auf die Muskeln, die eben leicht angespannt oder gedehnt waren. Lassen Sie innerlich diese Muskeln locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Spüren Sie den Unterschied zwischen der leichten Anspannung von vorhin und dem Loslassen der Muskeln jetzt. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Als nächstes bewegen Sie den Kopf nun zur anderen Seite nach links unten. Machen Sie dies jetzt. Drehen Sie den Kopf ganz langsam zur Seite und bewegen ihn etwas nach unten, bis Sie ein leichtes Gefühl von Zug oder Anspannung spüren. Achten Sie auf dieses leichte Gefühl von Anspannung. Mit dem nächsten Ausatmen drehen Sie den Kopf zurück in die Ausgangslage und lehnen ihn wieder bequem an. Spüren Sie den Unterschied zwischen der leichten Dehnung oder Anspannung von vorhin und dem Lösen der Muskeln. Bleiben Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit bei den Muskeln, die eben noch leicht angespannt und gedehnt waren. Wenn Ihre Gedanken einmal abschweifen, registrieren Sie dies
und kehren mit der Aufmerksamkeit einfach wieder zu Ihrer Muskulatur zurück. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Spannen Sie nun die Nackenmuskulatur an. Senken Sie den Kopf, indem Sie das Kinn in Richtung Brust bewegen, bis Sie einen leichten Zug im Nacken spüren. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses leichte Gefühl von Zug im Nacken. Mit dem nächsten Ausatmen heben Sie den Kopf. Lehnen Sie ihn wieder bequem an. Achten Sie auf den leichten Unterschied zwischen dem Anspannen und dem Loslassen der Muskeln. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Wir machen dann weiter mit der Schultermuskulatur. Ziehen Sie die Schulterspitzen ganz leicht nach hinten. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses nur leichte Gefühl von Zug oder Anspannung. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie die Schultern wieder locker und entspannen. Lassen Sie die Schultern ganz locker sinken. Lassen Sie sie nach unten sinken, soweit es für Sie angenehm ist. Spüren Sie den Unterschied zwischen der leichten Anspannung und dem Loslassen der Muskeln. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Achten Sie darauf, wie sich ganz unmerklich das angenehme Gefühl von Ruhe und Entspannung immer mehr ausbreitet, mehr und mehr werden kann. Folgen Sie diesem angenehmen Gefühl von Ruhe und Entspannung. Richten Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf die Rückenmuskulatur. Spannen Sie diese an, indem Sie den Bauch ganz leicht nach vorne schieben und ein leichtes Hohlkreuz machen. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses ganz leichte Gefühl von Anspannung im Rückenbereich. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker und entspannen. Lehnen Sie den Rücken bequem an. Spüren Sie den Unterschied zwischen der leichten Anspannung und dem Loslassen der Muskeln. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Als nächstes spannen Sie die Bauchmuskulatur an. Ziehen Sie dazu den Bauch etwas ein. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie dabei auf das ganz leichte Gefühl von Anspannung im Bauchbereich. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker und entspannen. Lassen Sie alle Anspannung aus dem Bauchbereich entweichen. Spüren Sie, wie sich dieses leichte Gefühl von Anspannung langsam auflöst und weniger wird. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Spannen Sie nun die Gesäßmuskulatur an, indem Sie das Gesäß ganz leicht zusammendrücken. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses ganz leichte Gefühl von Anspannung. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker und entspannen. Lassen Sie zu, dass sich die Anspannung wieder löst. Spüren Sie, wie sich dieses leichte Gefühl von Anspannung langsam auflöst und weniger wird. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Gehen wir nun über zum rechten Bein. Wir
Beginnen dort mit dem rechten Oberschenkel. Spannen Sie ihn leicht an. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses ganz leichte Gefühl von Anspannung. Atmen Sie ruhig weiter. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker und entspannen. Lassen Sie den Oberschenkel ganz bequem aufliegen und achten darauf, wie das leichte Gefühl von Anspannung sich auflöst und weniger wird. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Spannen Sie als nächstes die rechte Wadenmuskulatur an, indem Sie den Fuß etwas anheben. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf das leichte Gefühl von Anspannung in der Wadenmuskulatur. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker und entspannen. Spüren Sie, wie dieses leichte Gefühl von Anspannung sich auflöst und weniger wird. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Wir machen weiter mit dem rechten Fuß. Krümmen Sie die Zehen leicht nach oben. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses nur ganz leichte Gefühl von Anspannung im Fuß. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker und entspannen. Spüren Sie, wie dieses leichte Gefühl von Anspannung im Fuß sich langsam auflöst und weniger wird. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Wir gehen zum linken Bein über. Spannen Sie den linken Oberschenkel an. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses leichte Gefühl von Anspannung und atmen Sie ruhig weiter. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker und entspannen. Lassen Sie alle Muskeln im Oberschenkel und im Gesäß locker und entspannt. Spüren Sie den Unterschied zwischen der leichten Anspannung und dem Loslassen der Muskeln. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Als nächstes spannen Sie leicht die linke Wadenmuskulatur an, indem Sie den linken Fuß etwas anheben. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses leichte Gefühl von Anspannung in der Wadenmuskulatur. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker und entspannen. Lassen Sie alle Anspannung aus der Wadenmuskulatur entweichen und spüren den Unterschied zwischen der leichten Anspannung und dem Loslassen der Muskeln. Lassen Sie die Wadenmuskeln etwas hängen. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Zum Abschluss spannen Sie den linken Fuß an, indem Sie die Zehen etwas nach oben heben. Machen Sie dies jetzt. Achten Sie auf dieses ganz leichte Gefühl der Anspannung. Mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie wieder ganz locker und entspannen. Spüren Sie, wie dieses leichte Gefühl von Anspannung im Fuß sich langsam auflöst und weniger werden kann. Nehmen Sie das Gefühl der Entspannung wahr. Lassen Sie innerlich ganz locker, ganz gelöst, entspannt und locker. Lenken Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Atem. Beobachten Sie Ihren Atem einfach.
ohne ihn zu verändern. Beobachten Sie, wie Sie ein- und ausatmen. Ein- und aus. Dies geschieht ganz von alleine. Sie brauchen gar nichts dafür zu tun. Sie beobachten einfach, wie Sie entspannt und ruhig ein- und ausatmen. Ein- und aus. Ein- und aus. Verlängern oder verstärken Sie nun ganz leicht das Ausatmen. So, als wollten Sie mit jedem Ausatmen noch etwas mehr von Ihrer Unruhe und Anspannung abgeben. So können Sie mit jedem Ausatmen noch tiefer in die Entspannung gehen. Und tiefer, immer weiter und immer tiefer. Ganz ruhig und tief entspannt. Mit jedem Ausatmen kann Ihre Entspannung tiefer und noch tiefer werden. So tief, wie Sie möchten und wie es für Sie angenehm ist. Mit jedem Ausatmen können Sie noch ein Stück tiefer in die Entspannung gehen. Immer weiter und immer tiefer. Ganz ruhig und tief entspannt. Gehen Sie nun nochmals durch Ihren Körper. Lassen Sie das Gefühl von Entspannung durch den ganzen Körper fließen. In die Hände, die Arme, in die Kopfhaut, die Stirn, über das ganze Gesicht. Über die Kiefermuskulatur in den Hals, den Nacken, die Schulter, in den ganzen Oberkörper, den Rücken hinunter, in den Bauch, das Gesäß, beide Beine hinunter in die Oberschenkel, die Waden bis in die Füße hinein. Lassen Sie die Augen noch geschlossen, beenden Sie aber für sich die Entspannungsübung. Immer noch mit geschlossenen Augen fangen Sie langsam an, die Hände und die Füße etwas zu bewegen. Bewegen und strecken Sie die Füße immer mehr und mehr. Fangen Sie an, sich wie morgens beim Aufstehen zu räkeln und zu strecken. Und sich immer mehr zu räkeln und zu strecken, bis Sie das Gefühl haben, Sie sind wieder ganz wach und da. Machen Sie nun die Augen auf. Wenn Sie noch müde sind, strecken und räkeln Sie sich noch etwas mehr. Sie sind nun wieder wach und frisch.
Schön, dass Sie sich für diese Entspannungsübung Zeit genommen haben.